Brennpunkt Kino. Online in eine andere Welt. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Jetzt ist im Fernsehen gerade die Shannara-Chroniken angelaufen. Eine Fantasy-Serie nach den Romanen von Terry Brooks, auch genau auf diesem Roman, Das Schwert von Shannara. Die Serie läuft auf MTV und Amazon Prime jeden Mittwoch. Es sind 10 Teile, wenn ich mich recht entsinne. Und jetzt, wo ich das Video aufnehme, ist gerade der dritte Teil gelaufen, wo ich jetzt merke, muss man dazu sagen, Teil 1 und 2 wurden zusammengezeigt. Ich will gar nicht über die Serie großartig reden. Die ist schon sehr beeindruckend und fesselnd. Ich war zusammen mit der Journalistin Claudia Janet Keller in Dortmund auf der German Comic Con. Dort war der Hauptdarsteller für den Druiden Alanon, Manu Bennett, geladen oder vor Ort. Und wir haben ihm einen schönen Gruß, oder wir haben ihn gefragt, ob er seine Fans nicht mal grüßen möchte. Und das haben wir aufgenommen und das möchte ich euch einfach mal zeigen. Hi there, my name is Manu Bennett. I play Alanon, who's this guy, on the new Shannara Chronicles coming up on MTV January the 5th. Tune in, it's going to be a whole brand new ride. It's something a little bit like, I guess I play a character a bit like Gandalf from Lord of the Rings meets kind of Crixus. So he's a very tough druid, so hope you enjoy. Das war für euch von Manu Bennett. Auf der German Comic Con habe ich zusammen mit der Claudia eine ganze Menge andere Stars auch noch getroffen. Und von einigen haben wir auch weitere Grüße für euch eingefangen. Die möchte ich in den nächsten Videos euch auch zeigen. Also macht euch darauf gefasst, seid gespannt, wer noch alles dabei ist, obwohl ich kann es verraten. Wir haben ein schönes Statement von Pisei Pau, die in Z Nation mitspielt. Dann haben wir noch Stephen Lang, spielte in Avatar mit. Michael Dudikoff, die Legende aus den 80ern mit seinen Ninja-Filmen, sagt auch noch ein paar schöne Worte. Seid gespannt. Ansonsten findet ihr auf Brennpunkt Kino, den Link werde ich auch einblenden, einen Bericht von mir über die German Comic Con. Ja, und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis dahin.